So, und auf geht's. Nach oben. Okay. Wait a second. Reload. Okay, du fällst runter, das finde ich gut. Die halten echt eine Menge aus, muss ich sagen. Also, holla die Whitefee. Die fressen echt viele, viele Kugeln. Das ist gar nicht so simple. So, dann gucken wir mal, wie sieht's hier aus. Okay, hier brauchen wir das Rädchen. Und hier haben wir ein Schließfach. Und da, glaube ich, war das ganze Cap. Right. Was finden wir hier denn? Brandgranaten. Was hat hier los? Hallo. Hat sie ihn weggeklickt? Ah, ein tragbares Tresor. So, und hier gibt es ja dann immer so ein, so eine Kombination. Endlich. Meine Güte. Hat auch lange genug gedauert. Den Tresor zu öffnen, um da drinnen zu finden, eine Ersatztaste. Wunderbar. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder ein bisschen weiter. Ja, der da unten ist immer noch da und möchte gerne ein bisschen. Was ist das? Ist hier noch einer? Nope, hier ist keiner. Sehr gut. DCM. So, was finden wir hier? MP-Munition. Wir finden noch eine MP. Nice. MPs finde ich ja immer sehr gut. So, jetzt haben wir einmal hier nochmal den Schlüssel. Okay. Was war das? Was ist das? Seht ihr irgendwas? Hallöchen? Jemand hier? Also hier geht's weiter. Aber hier... Hallo? Oder ist hier niemand? Okay, ah ja, da wurden wir drauf gewarnt. Das ist ja so eine Art... Ich glaube, Stevie hat die Licker genannt. Glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich der Begriff ist von dem. Könnte sein. Muss nicht sein. Okay, hier gibt's... C4. C4? Nice. Und wir brauchen irgendwie einen Sprengsatz. Claire, Marvin hier. Wie schnell kannst du herkommen? Warum? Was ist? Ich möchte dir was zeigen. Okay. Ist wichtig. Okay, bin auf dem Weg. Okay, Marvin. Ich komme gleich zu dir. Marv. Bin ich hier eigentlich durch? Ja, nice. Bin ich nie gelandet. In der ganz anderen Welt. Sehr gut, weil dann können wir nämlich hier gucken... Die Pferdestatue. Was war denn nochmal die Pferdestatue? Die Pferdestatue hatte Fisch, Krebs. Was ist das? So ein Top. Top. Okay, cool. Haben wir das mit dir auch? Finde ich nice. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Ach, hier komme ich nicht. Komme ich nicht durch. Okay. Ja, mach die Tür auf. Trau dich. Ja, komm. Werde ich die Alte auch nicht treffen, ne? Der erste Schuss erstmal daneben. Ja, ja. Ach, weiter Reut. Ein rotes Buch. Warte mal mit. Benutzen. Mach mal auf, damit ich raus kann. Das wäre super nice. Dankeschön. Okay, dann hätten wir das auch schon mal. Wir laden mal ganz kurz nach. Bringen gleich noch das... Ne, wir bringen jetzt schon mal das Medaillon nach unten. Marv sitzt da noch. Der hat ja auch was für uns. Lass uns mal gucken, was er noch für uns hatte. Da bist du ja. Da bist du ja. Komm her. Was ist das? Geht auch anders. Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Ja, Leon Kennedy oder so. Der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Okay, Marv.
Weiß ich Bescheid, danke dir. Ich danke dir für die Infos, aber vorher werden wir hier erstmal nochmal ganz kurz was wegpacken. Das da. Sehr gut. Bald haben wir alles da, um es zu öffnen. Das finde ich sehr gut. Jetzt können wir erstmal nach oben gucken, worauf Marv uns ja hingewiesen hat. Dass hier der Leon da ist. Also werden wir uns erstmal den Leon angucken. Aber vorher, glaube ich, kommen wir in so ein Büro. Das ist, glaube ich, noch so ein Safe. Genau. Ja. Und da war es 6. 2. Genau. Was finden wir? Ein erweitertes Magazin für eine Pistole oder Waffe, die wir noch nicht haben. Okay, cool. Ja, moin. Was ist denn hier passiert? Ach, das war der Helikopter, der vorhin durchgefunkt hat, dass er uns hier retten will und landen und so. Ja, ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut, oder? Claire? Claire? Leon? Leon! Ich bin gleich da! Warte kurz. I'm coming to you. It brennt. Ja, komm schon. Leon! Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja. Bestens. Alter, was ist mit ihr verkehrt? Hat sie sich jetzt schon verliebt, oder was? Nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Guck dir mal an, wie sie ihn anguckt. Ich himmel ihn ja förmlich an. Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Ja, was dann? Leon, du solltest gehen. Woher? Ja, Leon, das sieht nicht gut für dich aus. Bring dich einfach in Sicherheit. Klar. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich nicht im Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Das ist richtig romantisch hier. Super. Kann ich hier irgendwie Zombies? Hey, Marvin. Das ist die Idee. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Was ist mit Marvin los? Gott, das darf nicht wahr sein. Nein! Marvin! Das ist kein gutes Zeichen. Ich bin ehrlich. Marvin reagiert nicht. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen jetzt gucken, was mit Marvin passiert ist. Zumindest brauche ich das Ding hier. Genau. So, damit ich hier rauskomme. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir noch Miet. Also schön. Das da. Die Krubbel. So, was mit Marv? Marv, was ist mit dir los, Marv? Okay. Muss mich beeilen. Ja, was ist unsere nächste To-Do? Einhorn, Löwenmedaillon? Ja, okay. Genau, wir gehen jetzt zum Badezimmer um. Mit dem Kreuz, mit diesem Zahnrädchen. Ist ja kein Zahnrädchen mit dem. Ach, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Um da oben das Wasser abzustellen. Nein, da werden wir jetzt, da gehen wir jetzt mal hin. Und wir sind endlich da angekommen, wo wir hin wollten. Und zwar hier hin, damit wir dieses Rädchen benutzen können. Ja. Sehr nice. Okay. Da ist er. Hier ist keiner, hier ist niemand. Okay. Du fällst einfach nur um. Das ist für mich völlig in Ordnung. Okay. Alter. Was zur Hölle ist das? Das ist auf jeden Fall was. Entweder schleichen wir uns jetzt dann vorbei. Oder jetzt. Kriegt jetzt einfach eine fertige Bronkronade ins Gesicht gefällt. Bronkronade.
Alter, der hat aber mal gesessen. Okay, der braucht zwei Brandgranaten ins Gesicht und ich brauche erstmal Heilung. Benutzen! Das tat ja mal weh. Okay, merken wir uns. Sowas kann wehtun. Wechseln wir da mal ganz schnell wieder auf. Revolver. So. Ah, hier kommen wir weiter. Okay. Nach langem Suchen endlich einen Weg gefunden. Und damit kann ich endlich auch sag schon, die Sprengung durchführen. Wir müssen einmal ganz kurz erst noch die Batterie holen, die beiden miteinander kombinieren. Und dann können wir nicht oben das C4 durchsprengen. Und ja, dann können wir, glaube ich... Ich glaube, dann können wir hier unten raus. Glaube ich. Ne? Genau. Also, wir gehen jetzt erstmal nach oben und machen eine kleine Sprengung. So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Jetzt können wir anfangen zu sprengen. So, jetzt machst du bestimmt Kaboom. Und? Kato! Und das war jetzt gerade gut. Weil. Jetzt irgendwer auf uns aufmerksam geworden ist. So, und wir brauchen die Frau, Pfeil und Bogen und ich Schlange. So, die Frau, Pfeil und Bogen. Und die Schlange. Haben wir. Sehr gut. Können wir das letzte Medaillon hinsetzen und können sagen, jo, komm mal. Wir verdünnisieren uns. Also ich hoffe, dass er mitkommen kann. Marv, wir haben es geschafft. Benutzen. So. Na, dann haben wir zumindest schon mal den ersten Part soweit durch. Heißt, wir werden jetzt hier gleich mal reinsteppen und quatschen aber vorher mit Marv. Na gut, Marv. Auf geht's. Marv? Marv? Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht aber jetzt. Marv, komm mit. Da geht's wohl unter die Erde. Gut, wir können raus aus dem Loch hier. Ja, hey Marvin, komm. Aufwachen! Da ist ein Weg raus! Marvin, kommen Sie. Holen wir Sie hier raus. Ja. Los. Ja, ja. Komm mit. Alles okay? Wahrscheinlich nicht. Oder? Nein. Oh, nein. Geh nur. Rette dich selbst. Kommen Sie. Das ist übel. Sie müssen bitte dringend... Bitte, Claire. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Nicht gut. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse sie nicht einfach hier. Claire, bitte. Geh. Geh. Tu es für mich. Okay, Marv. Wenn du es bist. Und mir so tief in die Augen geschaut hast. Okay. Da hat sie sich aber lange... Hey, Marvin. ...die Antwort. Aber egal. Hey, Marvin. Marv. Danke. Und danke, Marv. Ich werde das nie vergessen. I swear. Na gut, dann sind wir jetzt hier unten angekommen. Und jetzt gucken wir mal. Alter, hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Munition für den Betty. Die er auf jeden Fall braucht. Aber hier? Hier können wir nochmal wieder. Oh. So, das war's an Munition. Das ist not so cool. Aber dann fahren wir einfach mal runter. Gehen hier kurz auf die hier und sagen, nachladen. Ich habe jetzt leider nur noch zwei Brandgranaten. Und, ja, keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Am Arsch der Welt.